Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Galaxy of Heroes. Und es gibt mal wieder ein neues Event, und zwar im Stile der Angriffsschlachten. Und das heißt ja Bodenkrieg oder Kampf gegen die Separatisten auch. Da man, ja, ist jetzt schon hier Droiden, Count Dooku als Endgegner. Ist dann mit Asajj Ventress. Und ich glaube, das ist Pockel, genau. Antreten darf, und man benötigt dafür, ja, Widerstandseinheiten, Evox und den Ugnaut kann man mitnehmen. Wer jetzt natürlich hier ordentliches Team hat, der hat ja schon ordentlichen Vorteil. Ich nehme jetzt hier Finn als Leader. Gibt mehr Damage und Verteidigung. Und ja, 36.600 Stärke habe ich. Ich weiß schon, dass es für den normalen, also für den ersten Kampf reicht. Für den zweiten wird es dann nicht mehr reichen. Und ja, das jetzt hier auch neu. Das hier meine ich. Aus dem Weg heißt das. Ja, das ist in 4 Runden neu verwendbar. Entfernt 100% Zugleistung unserer Bündnis. Das heißt, wenn ich das jetzt bei Rey anwenden werde, verlieren alle hier die Zugleister. Und eins muss ich sagen, man muss aufpassen, wenn man zum Beispiel mit seinem Heiler heilen möchte, dann reduziert das den Cooldown natürlich nicht, ja, da die Zugleiste ja komplett weg ist und er dann halt keine Runde mehr hat. Ja, dann gibt's halt für den Buff 2 Runden lang 100% Zugleiste, das heißt, Rey darf zweimal angreifen. Anstatt einmal, ja, und Debuffs 2 Runden lang niedriger Angriff, Ausweichswert, weiß gerade nicht, wann das vorkommt. Ich benutze das jetzt einfach hier mal. Ja, ihr seht, die Zugleiste ist weg von allen. Dafür kann ich jetzt einmal angreifen. Und zweimal angreifen. Na, natürlich ist das wieder RNG. So. Ja, der Bo hat schon ganz schön Gesundheit verloren. Nicht so gut. Sie haben alle auf ihn geschossen. Das ist sehr gefokust. Ja, und das ist eine neue Einheit, die da EA mal ausprobieren will. Schildgenerator Droide Typ 1. Ihr seht, das hat er einen Tempo-Debuff. Buff. Das heißt, der ist ziemlich schnell dran. Und dieser Roboter gibt zum Beispiel ihm jetzt hier, ich glaube, es gibt er nur ihm, Schutzleiste, ja, diese Leiste, und zwar enorm. Ich versuche das jetzt mal zu überbinden, aber gut, hat gerade geschossen. Ja, hab's leider nicht geschafft, ihr seht's. Ja, hier überladen heißt der Buff, deutlich erhöhter Schutz. Oder er ist wirklich deutlich erhöht, ja, also das ist enorm viel. Wie ist denn Ash oder dran? Das hier wollte ich machen. Nee, das hier. Muss dazu sagen, dass ich mich kaum mit den Evox auskenne. Ich habe zwar Tibo, Chief Chirper und den Evox Ältesten da relativ ausgebaut, aber bis auf Tibo benutze ich da kaum welche. Aber kannst du sehen, wie viel Leiste das war. Also es waren ungefähr 40.000 Gesundheit, die da der extra bekommen hat durch den Buff. Das ist schon nicht ohne. Ich heile mal. So. Es sind wieder 8 Kämpfe. Der macht schon direkt mal mit Gunray als Gegner. Ja, mal sehen. Das machen wir mal.
Ja, ein bisschen mehr Damage wird es schon machen. Aber es sind halt alles keine Angreifer, ja. Bis auf Ray. So. Jetzt kann man nur Gunray. Was dann hoffentlich? Jawohl. So. 4. Am Ende ist wie gesagt Count Dooku dran. Bockel haben wir jetzt hier als Gegner. Wir haben jetzt 2 von denen. Und es empfiehlt sich wirklich, die vorher wegzumachen. Ich versuche jetzt mal wenigstens einen wegzumachen. Hat nicht ganz geklappt, oder? Doch. Der zweite wird wahrscheinlich trotzdem dran sein vorher. Ist denn, ich krieg ihn. Ja, doch, ich krieg ihn doch noch weg. Es empfiehlt sich wirklich, die wegzumachen, weil die würden sonst den beiden hier die Zugleister extrem, ihr habt es ja vorhin gesehen, ja, 40.000 mehr Damage. Und währenddessen muss man halt, ja, man muss es halt wegmachen. Und umso mehr werden halt die eigenen Einheiten beschädigt oder verwundet, ja. Ja, das war natürlich noch sehr günstig. Mal heilen. Das geht auch mal hier. So. Na, er weicht natürlich aus. Es ist. Den extra Schaden von dem Debuff hätte ich gerne mitgenommen, aber er muss natürlich ausweichen. Weil also warum auch nicht? So. Runde 5. Hier empfiehlt sich immer die Druiden wegzumachen, weil die ziemlich nervig sind mit ihren. Wenn sie einmal dran sind, dieses komische Doppelattacke und dann Zugleiste höher und. Ganz schön nervige Dinger. Es ist, der Kampf ist relativ einfach bis zum Ende hin. Ne? Am Ende wird es ein bisschen dann knackiger. Ich habe das 7. und 8. Ich habe es ja wie gesagt, oder habe ich schon gesagt? Weiß gar nicht. Ich habe ja schon mehrfach Aufnahmen gemacht. Ich hatte es in der Nacht schon mal ausprobiert. Um zu gucken, was mich so erwartet. Habe dann auch meine Einheiten ein bisschen verbessert. Dass das nicht ganz so schwer wird. So, hier machen wir auf jeden Fall ihn hier weg. Ich könnte jetzt die ganze Zeit diesen Buff benutzen, aber ich will lieber volle Fähigkeiten zum Ende hin haben. Ja. Ich glaube, sind aber alle soweit wieder fertig. Alle Fähigkeiten. Da könnte ich jetzt vielleicht mal bei Re das nochmal benutzen. Werde ich auch gleich mal machen. Genau. Weil es sind. Die haben alle eigentlich ihre Fähigkeiten voll. Das sollte man halt wirklich nicht nehmen, wenn man zum Beispiel heilen muss, ja. Weil, wie gesagt, dann ist der Cooldown von der Heilung wird dann halt reduziert. Oder wird dann halt nicht gezählt, weil er halt nicht dran ist dann. So, Kampf 7. Okay, den machen wir schon mal weg. Ich glaube, ich bin nicht dran. Muss ich mal heilen. Das halt glaube ich auch. Genau. Ich wollte zwar nicht die Fähigkeit benutzen, aber war jetzt auch mal eine Ausnahme. So, das lassen wir mal. Gut, jawohl. So, dann sind wir im letzten Kampf gegen Dooku, Asajj Ventress und, ach ja, 2 von denen. Auch wieder ihn hier zuerst machen, weil ja, da gibt es uns den beiden wahrscheinlich dann die Schutzleiste. Was nicht so prickelnd ist. Das heben wir uns mal nochmal auf den Heal. Müssen wir wirklich brauchen. Ich könnte jetzt tanken, aber. Also taunten. Aber ich lasse es mal kurz weg. Gut, er schießt, schön. Also er macht das auch nicht immer, der Roboter. Er macht nicht immer diese Schutzleisterhöhung. Was ganz gut ist, weil. Das
macht's halt nur schwerer. Jetzt hätte ich gern Counter drin gehabt, aber... Jetzt können wir mal heilen. Ja, widerstanden leider. Jetzt hauen wir mal alles rein hier. Oh, hallo. Hui. Naja. Kann ich aber wiederholen. Ich glaube, das hier war... Genau. So. Ja. Ist schon nicht ohne. Also wenn man nicht gerade, wie gesagt, mehrere Einheiten hat, die ja... Ist jetzt, ja... Man merkt halt den Unterschied zwischen Stufe... Was ist das? 10. Ja, Stufe 10 und ich glaube, was haben die? 8 oder so. Oder 7 sogar. Ne, 8. 8, 7. Keine Ahnung. Ja. Ist jetzt die 2 10er und die 3 8. Ihr seht den Unterschied da. Ja, in der Gesundheit, ja. Scheinbar ist auch der Gegner so eingestellt, dass sie die Schwächeren zuerst angreifen. Mal davon abgesehen, dass wenn ich einen Taunt drin habe, okay, aber... Er greift nur den einen an. Greift nicht ihn an oder sie. Schon sehr faszinierend manchmal. Da ja, wieder kein Stun. So. Hahaha. So, jetzt haben wir natürlich viele Counter-Attacken, oder? Was macht er das überhaupt? Ja, er countert gar nicht. Was kann denn so? Machen das jetzt einfach mal. So. Und dann so. Dann ist er dann verschwundet. Wunderbar. Also den nächsten Kampf brauche ich gar nicht probieren. Ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Also ich... Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ich das bis zum Ende schaffen werde. Aber das sind nochmal schöne Belohnungen hier. Ein paar brauche ich auch noch hier. Zum Beispiel nur Gunwave farm ich gerade. Ventress B2 und den Links. Und für die, für General Grievous gibt es auch welche. Wunderbar. Was kann ich auch noch gebrauchen hier? Und das, naja, ehrlich. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Belohnung. Also das schafft. Ist schon nicht schlecht. Also die Events mag ich mit am meisten, ja. Die sind zwar relativ knackig, aber ja, wenn man halt Einheiten hat, sind sie machbar. Also den Bonusrang habe ich nicht, das weiß ich. Kann ich dir gerne mal zeigen. Ups, nee, die läuft drin. Wird wahrscheinlich am Anfang schon sterben. Mal sehen. Würde mich wundern, wenn ich das schaffe. Es sieht halt relativ gut aus. Ich meine, wenn ich es schaffe, sie irgendwie oben zu halten. Aber ich denke aber nicht, dass ich es schaffe. Mir gar nicht wissen, wie viel Leiste der jetzt gibt. Ach, macht er wieder nicht. Okay. Doch, jetzt hat er es gemacht. Naja, ich werde das jetzt auch abbrechen. Ne? Ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Ich werde es mal probieren, aber ohne Video. Vielleicht schaffe ich es wirklich, aber... Ich glaube ja nicht dran. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück mit dem Event. Hoffentlich schafft ihr wenigstens den ersten Rang. Er ist machbar. Ihr habt gesehen, 36.000 habe ich Stärke. Ja, man muss halt wirklich die richtigen Charaktere gefarmt haben vorher. Aber wie gesagt, wenn es halt diese Stufe sind, oder diese eventuell, ist es relativ gut machbar. Ja. Wie gesagt, 2 hatte ich von denen und 3 von denen, diese Stufe halt. Und ja. Mods brauchen sie auf jeden Fall, ohne ist das auch nicht möglich. Ja. Gut, dann wünsche ich euch viel Glück und ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!